Senderfreies Berlin. Nachrichten auf 88.8. 0 Uhr im Studio Dagobert Dielitz. In Berlin wird heute ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Mehr als 2,4 Millionen Wähler sind aufgerufen. Nach dem Desaster der SPD bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und im Saarland müssen die Sozialdemokraten auch in Berlin mit Verlusten rechnen. Den Prognosen zufolge dürfte die CDU klar stärkste Partei werden. Auch für PDS und Grüne werden zweistellige Ergebnisse vorausgesagt. Nach Ansicht der Experten gilt eine Fortsetzung der Großen Koalition aus CDU und SPD unter dem regierenden Bürgermeister Diepken als wahrscheinlichstes Ergebnis. Zugleich mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus wählen die Berliner heute auch die Mitglieder der 23 Bezirksversammlungen. Bayerns Ministerpräsident Stoiber bleibt CSU-Chef. Die Delegierten des Parteitages in Nürnberg bestätigten den 58-Jährigen mit 90% der Stimmen in seinem Amt. Stoiber musste mit 3 Prozentpunkten Verlust einen leichten Dämpfer hinnehmen. Er war in den vergangenen Wochen wegen der Affäre um die Baugesellschaft LWS und seiner Äußerungen zum Wahlsieg der FPÖ auch innerhalb seiner Partei in die Kritik geraten. Als Stoibers Stellvertreter wurden der ehemalige Bundesgesundheitsminister Seehofer, die beiden bayerischen Ministerinnen Stamm und Hohlmeier sowie der Vizepräsident des EU-Parlaments Friedrich gewählt. Der Landesvorstand der Brandenburger Bündnisgrünen bleibt trotz des Wahldebakels am 5. September im Amt. Auf einer Landeskonferenz in Potsdam sprach die klare Mehrheit der 60 Delegierten dem Vorstand das Vertrauen aus. Die Bündnisgrünen, die landesweit rund 550 Mitglieder haben, waren bei der Landtagswahl lediglich auf 1,9% der Stimmen gekommen. In der Diskussion hatte Landeschef Heilmann den Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU kritisiert. Er enthalte mehr Absichtserklärungen als konkrete Vereinbarungen, sagte Heilmann. Er bemängelte vor allem die Zusammenlegung von Umwelt- und Agrarministerium sowie das Festhalten am Transrapid. Der deutsche Geschäftsmann Helmut Hofer soll offenbar schon in den nächsten Tagen aus der Haft im Iran freikommen. Die Geldstrafe in Höhe von knapp 59.000 Mark werde bereits morgen bezahlt, sagte Hofers Anwalt. Noch ist allerdings unklar, ob sich der Deutsche auch noch wegen Spionagevorwürfen verantworten muss, die jüngst gegen ihn erhoben wurden. Hofer war wegen einer angeblichen sexuellen Beziehung zu einer Muslimin in Teheran zum Tode verurteilt worden. Das Urteil wurde jedoch im Februar aufgehoben und der Prozess neu aufgerollt. Mexiko will keine internationale Hilfe für die Opfer der schweren Unwetter annehmen. Das teilte Präsident Zedillo bei einem Besuch des Katastrophengebietes mit. Nach den anhaltenden Überschwemmungen und Erdrutschen mangelt es Hunderttausenden in vielen Orten im Süden und Osten des Landes an Lebensmitteln und Trinkwasser. Offiziellen Angaben zufolge wurden bisher fast 300 Leichen geborgen. Zum Fußball. Im Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft haben sich Deutschland und die Türkei mit einem 0:0 Unentschieden im Münchner Olympiastadion getrennt. Deutschland hat sich damit direkt für die EM qualifiziert. In der ersten Halbzeit hatte die Türkei die besseren Torchancen. In der zweiten Halbzeit begann die deutsche Elf stark und kontrollierte das Spiel bis zum Schluss. In weiteren Begegnungen konnte sich der amtierende Weltmeister Frankreich mit einem 3:2-Sieg über Island ebenfalls direkt ein Ticket zur EM sichern, da Russland und die Ukraine sich unentschieden 1:1 trennten. Auch Schweden ist durch ein 2:0 gegen Polen direkt qualifiziert. Dadurch haben auch die Briten noch eine Chance, sich in der Relegationsrunde der Gruppenzweiten die Teilnahme zu sichern. Sie hörten Nachrichtenredaktion Anja von Biel. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Temperatur in Tempelhof zurzeit 12 Grad, Nordwestwindstärke 3. Das Wetterradar zeigt schwache Regenechos über dem Süden Brandenburgs. Im Laufe der Nacht zunehmend bewölkt, es bleibt aber meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 6 Grad. Am Tage überwiegend stark bewölkt bei 12 bis 15 Grad, zeitweise Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. Sichten. Am Montag anfangs stark bewölkt, vereinzelt Schauer, maximal 17 Grad. Ab Dienstag meist trocken und etwas kühler. Abschließend die Zeit, es ist 0:05 Uhr.